Es ist so lang her, manchmal blutet mir mein Herz. Doch ich kann nicht mehr mit euch sein, denn die Scheiße holt mich ein, baby, baby. Some Pain? Heißt das Sampagne oder Sampagne? Noch nie in meinem Leben gehört, noch nie in meinem Leben gesehen, aber ich muss direkt sagen, Style Fresh. Schöner Wollpulli, Digga, ein gefranster Wollpulli, schöne Farbe, schöne pinke Cap, schöne Brille. Manchmal, wenn ich so jemanden sehe, der so eine Brille trägt, würde ich gerne auch Brillenträger sein. Und es könnte auch wirklich bald sein, dass ich eine Brille brauche. Denn irgendwie habe ich manchmal so ganz, sehe ich so ganz verschwommen, Digga. Wenn ich mir so ein Auge zuhalte, dann fühle ich mich wie ein Maulwurf, Vater. Oh je. Rein da. Schick mir deine Adi, ich bin dort. Hab ein Ohr für dich, offen wie Van Gogh. Sie macht Yoga, sie. Also, ey, guck mal. Ich dachte, ja, also bis jetzt, also ich will mich ja nicht immer von meinem Ersteindruck blenden lassen, aber mein Ersteindruck und ich sind gute Freunde. Wir kennen uns schon sehr lang und ich halte mich selber für, oder ich für mich bewahrheitet sich mein Ersteindruck sehr oft so. Und für mich ist das erstmal überhaupt nicht mein Film. Also der Beat und die Melodie, das ist halt für mich genau dieses typische New Wave-Gedöns halt so, ne? Aber ich hab ein Ohr für dich offen wie Van Gogh, ist verdammt geil, Digga. Für die, die es nicht wissen, Vincent van Gogh, ein Maler gewesen, hat sich sein Ohr abgeschnitten. Und dann zu sagen, hab ein Ohr für dich offen wie Van Gogh. Ey, der Pimp-Gangster-Boss, bin kein Linkshänder, doch schneid dir mit links dein Ohr ab, als wärst du Vincent van Gogh, ey. Schick mir deine Adi, ich bin dort. Hab ein Ohr für dich, offen wie Van Gogh. Sie macht Yoga, sie macht immer morgens Sport. Ich hab neuen Nokia und Fiat zu fahren. Bin im kalten Wasser, für mich so wie neu geboren. Blick in meinen Spiegel und sie guckt zu mir. Also das ist schon, das kann schon, ich glaube, das ist halt genau das, ist halt der Sound, der wird funktionieren, Digga. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr als meine Community jetzt hier sitzt und es feiert, aber das ist genau dieser Zahn der Zeit eigentlich so, diese New School-Mucke halt so, ne? Auch diese Formulierung, schick mir deine Eddie und ich bin dort, hab ein Ohr für dich offen wie Van Gogh. Ja. Zu fahren, bin im kalten Wasser, für mich so wie neu geboren. Blick in meinen Spiegel und sie guckt zu mir. Aber das ist schön, weil er sagt, schick mir deine Eddie und ich bin dort. Dabba 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 irgendwie Van Gogh. Dabba 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 jeden Morgen Sport. Dabba 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 lang dort. Und dann kommt, dann switcht er den Reim quasi. Dann kommt er nicht mehr auf Ohr, sondern er. Blick kein Spiegel, ich hab kein Wasser für mich so wie neu geboren. Blick in meinen Spiegel und sie guckt zu mir. Dann, ich bring jetzt kalte Wasser, fühl mich so wie neu geboren. Dabba 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 und die blickt zu mir. Diesen Flow-Switch finde ich ganz geil. Zu fahren, bin im kalten Wasser, für mich so wie neu geboren. Blick in meinen Spiegel und sie guckt zu mir. Spiel keine Spiele, ich hab viel zu verlieren. Spiel keine Spiele, nein, ich spiel keine. Ja, ja, bist du down, essen Kräfte zu zweit. Ich fahr ins Booker raus und dann auf die A1. Was geht? Das ist ja ein geiles Video. Ja, ja. Das ist ja geil. Sowas mag ich, Digga. Bist du down, essen Kräfte. Das ist nice. Zu zweit, ich fahr ins Booker raus und dann auf die A1. Was geht? Das ist aber dieses typische New School Wave Ding ist auch so, dass man jeden Furz, den man lässt, beschreiben muss, so um diesen Vibe zu catchen, ne? Ich glaube, das ist so insgeheim der Vibe Catcher, dass man einfach sagt so, nimm mein Handy, nimm einen Schluck, ruf sie an, trag die Käppe, fahr das Auto, mach das und so, dass du einfach so, das ist einfach so, einfach reihe einfach deine Aktivitäten aneinander und du triffst den Zahn der Zeit in Bezug auf New School Mucke. Ja, ja, bist du down, essen Köfte zu zweit, ich fahr ans Booker raus, nur auf die A1. Was geht? Wir essen Köfte, fahren im Auto auf die A1. Heute Abend, ich sag, gib mir plus zwei. Ich sag, gib mir plus zwei. Sie reden, doch rück mich dann. Sie reden, sich selber ein Bein. Stellen sich ein Bein, dass sie die ganze Zeit nur Taten beschreiben. In zwei Zeilen 24 Taten beschrieben, was er macht. Die A1, was geht heute Abend, ich sag, gib mir plus zwei. Sie reden, doch rück mich dann, sich selber ein Bein. Hast mich im Club gesucht. Nein, der Club hat mich gebucht. Du hast mich im Club gebucht. Denn der Club hat mich gebucht, ja, er. Aber ein Bein, hast mich im Club gesucht. Weil ein Club hat mich gebucht, ja. Jetzt machen sie den Kreis auf, ja. Ich sehe nur noch restlich da in meiner Stadt, ja. Ich brauch Night Vision, dass zu viel ist. Augen auf uns, wenn wir zu viert sind. Ja, Digga, es ist halt, ich, ja, hier, jemand hat, wer hat das gerade im Chat geschrieben? Feier diese New Wave schon, aber oh je, wenn Chigi reactet. Das ist eigentlich ein guter Kommentar, weil es ist so.
es ist einfach nicht mein Kompetenzbereich. Ich bin da so, weil es auch einfach, ich bin da nicht mit Herzen dabei, versteht ihr? Ich kann das schon, dann, ihr werdet mich bei sowas nicht abgehen sehen. Ich kann voll verstehen, objektiv betrachtet ist es eine Nummer, die 100% funktioniert. Es ist einfach New School Wave, Digga. Der Beat, seine Aussprache, das ist so dieser Vibe-Catcher. Aber ich kann da irgendwie gar nicht so viel zu sagen, weil es halt nicht so mein Film ist, Digga. Ich brauch Night Vision, wenn zu viel ist. Augen auf uns, wenn wir zu viert sind. Bin locked in, seitdem ich 14 bin. Jetzt bin ich da draußen, ich erhöhe Gewinn. Du bist ungeduldig. Nicht die anderen sind schuld. Doch ich kann nicht verstehen. Ich hab's doch nicht eilig mit dir. Schick mir deine Lustig, das war ein Van Gogh-Gemälde, das weiß ich sogar. Ich weiß nicht mehr, wie die Kunst von Van Gogh hieß, aber die hatten wir mal im Kunstunterricht im Gymnasium früher. Ich war mal auf dem, hast du schon richtig gehört? Ich war mal auf dem Gymnasium, Vater. Da hast du richtig gehört. Ne? Jetzt fällt dir die Schädeldecke zusammen. Ne? Naja, lass es nur mal kurz sacken. Ich finde das Video sehr geil. Das Video finde ich sehr geil. Ich finde es auch ganz nice. Es ist kein Song, wo ich Cringe-Attack bekomme oder so. Aber mir ist es halt viel zu viel auf Melodie geschrieben und viel zu viel auf Vibe und so, ne? Deswegen, ja. Ich kann nicht verstehen, ich hab's doch nicht eilig. Ja, als Hausmeister, genau, Mieze war ich auf dem Gymnasium, ja. Mit dir, Schick mir deine Adi, ich bin dort. Hab ein Ohr für dich, offen wie Van Gogh. Die Zeile hittet aber, die finde ich richtig nice. Sie macht Yoga, sie macht immer morgen Sport. Ich hab neuen Nokia am Fiat zu fahren. Bin im kalten Wasser, für mich so wie neu geboren. Blick in meinen Spiegel und sie guckt zu mir. Ich spiel keine Spiele, ich hab viel zu verlieren. Ich spiel keine Spiele, ich spiel kein. Schick mir deine Adi, sag wann. Mein Homie bringt Packs an, Mann. Nicer Flow. Auch mit diesem Stutter-Effekt. Schick mir Eddie, sag wann. Mein Homie bringt Kunden an den Mann. Das gefällt mir, der Einstieg. Keine Spiele, nee, ich spiel gar nicht. Schick mir deine Eddie, sag wann. Mein Homie bringt Packs an, Mann. Rapper wollen Cloud Van Damme. Rapper wollen auswandern. Bin gefallen, Gott sei Dank, dass ich aufstehen kann. Das ist der zweite Part, geil. Voll geil fängt er an. Find ich richtig geil. Van Damme. Richtig geil. Ich mag das auch, das ist auch so ein bisschen diese Alles- oder Nix-Radar-SSIO-Betonung, einfach diese Artikel wegzulassen. Ist auch ganz krass, machen das sau viele halt, aber mein Homie bringt Packs an, Mann. Einfach das den weglassen, den Artikel weglassen, so, aber das ist, da fängt es an, mich an Vibe zu catchen. Das erinnert mich ein bisschen an den Flow, das ist ja auch brutal New School und lebt einfach nur von dem Vibe, diese Nummer. Und zwar von Enno, ich erwähne sie echt oft, diese Nummer, ne? Aber der Song Amsterdam von Enno ist für mich Vibe des Grauens. Ich höre den so gern, den Song. Ich spiel keine Spiele, ich hab viel zu verlieren. Ich spiel keine Spiele, ich spiel gar nicht. Schick mir deine Eddie, sag wann. Mein Homie bringt Packs an, Mann. Rapper wollen Cloud Van Damme. Rapper wollen auswandern. Bin gefallen, Gott sei Dank, dass ich aufstehen kann. Willst bei mir in Berlin einziehen? Ich will mit dir aus Berlin rausziehen. Bin im Wild West 19. Hier fallen G-Star Jeans auf die Air Max 90. Hier fallen G-Star Jeans auf die Air Max 90s. Wahrscheinlich könnten wir das schon früher denken, aber ich denke gerade das erste Mal irgendwie an Pascha nehmen. Ich bin im Wild West 19. So vom Vibe. Hier fallen G-Star Jeans auf die Air Max 90. Schick mir deine Adi, ich bin dort. Hab ein Offer dich offen wie Van Gogh. Sie macht Yoga, sie macht immer morgen Sport. Ich hab nur ein Nokia am Fiat zu fahren. Bin im kalten Wasser, für mich so wie neu. Ich hab nur ein Nokia beim Fiat zu fahren, Digga. Geboren, blick in meinen Spiegel und sie guckt zu mir. Spiel keine Aber ist eigentlich sympathisch. Dass er sagt, er hat nur Nokia und sitzt im Fiat. Das ist sympathisch, Digga. Jetzt so dieser Anti-Flex. Bin im kalten Wasser, für mich so wie neu geboren. Blick in meinen Spiegel und sie guckt zu mir. Spiel keine Spiele, ich hab viel zu verlieren. Spiel keine Spiele, nein, ich spiel keine. Das war quasi jetzt so. Am Ende, dass man sieht, dass er im Greenscreen ist. Aber das war ja klar, dass er die ganze Zeit im Greenscreen da steht. An vielen Takes. Ja, Digga, schwer für mich zu reacten irgendwie drauf. Alles gesagt, Video hat mir aber sehr gut gefallen, Digga. Und ich kann verstehen, wenn das ein Hit ist und durch die Decke geht. So, das würde mich nicht wundern.